Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Tutorial in Bitwig Studio. Ich habe in einigen Foren in der letzten Zeit gelesen, dass sich Leute von euch gefragt haben, wie kann ich denn mein Audiomaterial in Bitwig quantisieren? Für die, die nicht wissen, was Quantisieren ist, das bedeutet einfach, wie bekomme ich meine Audiospuren dazu, dass sie im Takt entweder basierend hier auf so einem Raster oder einfach im Takt des Metronoms, vorwiegend bei Drums, dass sie da einfach tight mitlaufen. Dafür ist natürlich wichtig, umso tighter, also umso dichter an dem Klick oder auf dem Klick ihr eure Sachen aufnehmt, umso schönere Ergebnisse bekommt ihr natürlich. Ich habe hier mal einfach eine Session geladen und habe hier oben auch schon meinen Bassdrum-Track ausgewählt, an dem ich das einfach mal euch zeigen möchte. Wichtig ist halt, dass ihr dazu einen Schritt quasi mehr machen müsst und das muss man einfach wissen. Denn ich kann bestimmte Sachen quantisieren, wenn ich einfach den Clip hier oben auswähle und Q drücke oder Alt-Q, was mir ein alternatives Quantisieren ermöglicht. Und ich könnte hier sagen, im Viertel, in einem Achte oder in einem Sechzehntel, 32. 64. oder sogar 256. soll er das bitte quantisieren. Dann kann ich hier noch mit dem Menschlichkeitsfaktor so ein bisschen ein paar Fehler künstlich quasi einbauen. Kann meinen Startwert und meinen Endwert eingeben und ein bisschen Shuffle auch noch hinzufügen. So, wenn ich das drücke, dann sieht man, hat sich hier oben irgendwie nichts getan. Und die Drums werden mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit noch genauso klingen. Und dabei halt auch nicht mit dem Metronom im Takt laufen, denn das hier ist einfach ein Live-Recording gewesen und das war dann ein bisschen off. Ja, und man hört ja schon, das ist nicht nur ein bisschen off, sondern das ist schon relativ stark off. Jetzt, wenn wir uns mal an der Studio-Produktion orientieren, wo das natürlich alles richtig in Time wäre und man sagt so, wow, da kann ich ein Metronom zulaufen lassen, das klingt einfach mega, ohne dass das Drum-Kit da einmal aus dem Rhythmus kommt. Und wie man sowas erreicht, das ist relativ simpel. Und zwar braucht ihr dafür hier unten den Note-Editor. Da klickt ihr hier unten auf diese lustigen MIDI-Noten, sollen das zumindest sein. Und dann habt ihr die Wahl, euch eine Spur oder einen Clip anzeigen zu lassen. Und ihr könnt euch aber auch, gerade wenn ihr mehrere Tracks gleichzeitig quantisieren wollt, was bei Drums auf jeden Fall eine wichtige Geschichte ist, dann braucht ihr hier unten die Möglichkeit, einfach Multi-Layer-Editing zu aktivieren und dann könnt ihr euch zu der Kickdrum natürlich noch die Snare, die Toms und was auch immer holen. Eine Sache sei an dieser Stelle erwähnt, die Version Bitwig 3.03, die ich hier gerade nutze, die beherrscht noch nicht die netten Feinheiten, die die Version 3.1 und 3.2 mitbringen, die gerade für Drum Editing, finde ich, den Workflow nochmal unheimlich erleichtern. Aber dazu werde ich in einem weiteren Video mit der entsprechenden offiziellen Version 3.2 dann ein neues Video verfassen und euch aktualisieren. So, ich habe also hier unten meine Kickdrum-Spur und dann passiert auch nicht wahnsinnig viel, wenn ich die hier markiere und dann Q drücke. Da passiert nämlich genau genommen gar nichts. Auch nicht, wenn ich Alt-Q drücke und dann hier mir einen Viertelraster auswähle, dann nichts. Ja, dann ist die Spur immer noch genau da, wo sie vorher auch war. Und all meine Schläge natürlich auch immer noch nicht richtig im Rhythmus oder im Takt. So, dann wichtige Geschichte ist,
für das nächste, dass ich hier meine Onsets, dass die richtig eingelesen werden. Und da macht Bitwig mal bessere, mal schlechtere Arbeit bei. Hier sehen wir die ersten Kickdrum-Hits, das sind immer die dunkleren, größeren Peaks. Die hat er bei den ersten beiden sehr gut erkannt. Und beim dritten und vierten schon wieder nicht mehr so richtig. Das fünfte dafür, sechste aus, sechs und sieben ausgelassen und acht und neun wieder und so. Die müsst ihr dann halt händisch nachfügen. Das heißt, ihr zoomt rein bis an die Stelle, die ihr haben wollt. Und macht dann einen Doppelklick und dann seht ihr, hier oben habe ich einen Onset-Marker hinzugefügt. Und dann weiß ich auch für die nächste Funktion, die dann nämlich folgende ist. Ich sage dem Programm, er soll basierend auf diesen Onset-Markern mir das Audiomaterial schneiden. Und das kann ich hier machen, indem ich einen Rechtsklick mache und sage Split at Onsets. So. Dann braucht er eine kurze Gedenksekunde, so. Und hat mir das dann komplett zerhackt, basierend auf diesen Markern. Ja, und man sieht auch, hier hat er drei Snare-Schläge von vier erkannt, den dritten nicht so richtig. Hier hat er vier erkannt. Und so erkennt er mal mehr, mal weniger gut meine ganzen Transients. So, und so sieht das dann halt für die komplette Masse aus hier. Und hier hinten im Besonderen, da finde ich, hat er das relativ durchgängig sehr gut erkannt. Deswegen bin ich nach hier hinten gehüpft, bis auf den hier vorne. Den müsste ich dann halt händisch nochmal nachsetzen, den Onset-Marker, und ihm dann nochmal sagen, hier schneid mir das nochmal. Für unser Video aber egal. So, wenn ich also meine Kickdrum-Spur so weit zerlegt habe, dann markiere ich mir einen Teil und drücke Steuerung A und habe damit alle meine gestückelten Teilchen markiert meiner Spur. Und dann kann ich Q drücken und zack, er setzt mir das hier in einem Raster von jeweils vier einzelnen Abschnitten, also auf dem 16. Raster, was ich hier eingestellt habe, so sieht das aus, hat er jetzt quasi diese Einstellung getroffen. Wenn ich Alt-Q drücke, dann kann ich hier auch wählen, ob ich basierend auf dem Editor, also den Einstellungen hier unten, oder ein anderes Setting das gerne haben möchte. Ich könnte hier zum Beispiel auch einen Achtel gehen und sagen, okay, da verändert sich jetzt tatsächlich nicht so viel, weil ich halt nicht so dicht getaktete Schläge oder Signale hier habe. Wenn ich hingegen sage, mach mir bitte einen halb, dann werden wir feststellen, manche von den Transients sind jetzt verschwunden und er hat mir tatsächlich nur immer im Halbtakt quasi das Ganze quantisiert. Und dann entstehen auch solche Lücken. So, solche Lücken sind bei einer Kickdrum-Spur nicht unbedingt tragisch. Warum? Weil ich dort nur einzelne kurze Audiosignale habe, wo es nicht schlimm ist, wenn danach dann nichts kommt und der quasi jedes Mal neu wieder dieses Signal losschickt. Und da ist dieser Abstand nicht so tragisch. Wo ihr sowas auf keinen Fall machen solltet, und deswegen ist die neue Version da deutlich besser, ist bei Overheads. Ja. Bei Toms zum Beispiel würde ich das wahrscheinlich gar nicht so machen, sondern da würde ich dann hier reingehen und die einzelnen Tom-Hits rauscutten. Man sieht das ja hier auch relativ gut, wo die Toms selber sind. Und da kann ich ja hier den Zwischenbereich, wenn ich den nicht möchte, weil der mir zu viel Nebengeräusche hat, dann kann ich den ja auch rauscutten. Das ist gar kein Problem. Und das Material dann entweder weiterverwenden oder als Trigger für Samples nutzen. Und wenn ich da halt zu viele falsche Trigger-Auslöser hätte, wenn ich das Drum Replacement mache, dann kann ich das halt hier in der Mitte wegschneiden. Ja,
das soll's kurz und knackig an dieser Stelle gewesen sein, zu einem zumindest ersten Einstieg in das Quantisieren von Audio-Content oder Audiomaterial in Bitwig Studio, hier halt noch in der Version 3.03. Für die Version 3.2 werde ich dann natürlich auf jeden Fall ein neues Video machen, denn die hat neue, sehr, sehr schöne Features on board, die das Ganze einfacher machen, so dass man sich tatsächlich einfacher sein Drumset quantisieren kann, weil ich arbeite halt viel mit Drums, deswegen beziehe ich mich da immer drauf. Denn dieses diese Art zu quantisieren funktioniert hier bei der Kickdrum noch ganz gut. Wenn wir dann allerdings statt der Kickdrum hier unsere Overheads hätten, dann sähe das Ganze schon ganz anders aus, denn bei den Overheads würden dann diese Überblendungen, die den Sound natürlich wirken lassen, hier überall, wenn wir da diese Lücken drin haben, das wird abgehackt klingen, das klingt unnatürlich. Da würde unser Setting so jetzt nicht gut funktionieren. Das funktioniert in der neueren Version wesentlich, wesentlich besser. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen, so zumindest einen ersten Eindruck, dass es tatsächlich möglich ist, in Bitwig eine gute Audioproduktion inklusive Quantisieren hinzubekommen und dass die Leute da nicht geschlafen haben vom Bitwig, sondern dass die da mit einem hellen Köpfchen dabei waren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert den Kanal, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald ein neues Video erscheint. Und natürlich nicht vergessen, drückt die Glocke und das soll's gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, dann haut die wie immer unten in die Kommentare und ich werde sehen, ob ich euch bei euren Anliegen weiterhelfen kann. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!